Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge sind wir noch ein bisschen durch die Tunnel von Sektor 5, nehme ich an. Reaktor 5, also nehme ich mal an, wir sind auch Sektor 5, ne? Und ja, haben uns über Shinra Leuten gekloppt, ein paar Monster und mit einem Boss. Dementsprechend geht es uns jetzt richtig schlecht und ja, Waffenstufe, sie hat Schlagringe erhöht, ne? Irgendwie so was war das, ne? Oder hat sie Schlagringe bekommen? Sie hat Schlagringe bekommen. Alter, sind die stark. Ja. Problem ist. Erstmal nehmen wir mal die auf, ne? Na, machen wir jetzt erstmal, ne? Wir sind jetzt wieder, ja, 35, das ist genug. So. Ach, jetzt haben wir drei Dinger. So, erst einmal muss ich gucken, Materia-Slot. Zusätzlicher Materia-Slot. Das ist ehrlich gesagt das Wichtigste, ne? Schaden von Sprungangriffen. Längere Buffs selbst. Schaden durch Hinterhalt. Schaden durch normale Angriffe. Physische Attacke, physische Attacke, physische Attacke, okay. Ja, klingt, weiß ich nicht, klingt doch nicht schlecht, ne? Dann die haben auch so eine, weiß ich nicht, so eine Verkettung, also kann man die mit irgendwas verbinden wahrscheinlich. Ja, dazu mehr. Physische Attacke, ja, physische Attacke, ne, scheint da ganz eindeutig stärker zu sein. Hier wollen wir 4, machen wir mal Schaden von normalen Angriffen plus 5%. Ja. Gut. Noch das hier hochleveln, keine Ahnung. Ist da jetzt auch extra Dinge dazu kommen werden. Ach. Kann ich mir überhaupt, ja, kann ich mir leisten. Ich würde sagen TP Maximum plus 200, wenn wir nehmen, ne? Mal 200, das ist eine Menge. Gut. Kommen wir mit normalen Angriffen ausführen. Okay, das ist ja das Einfachste überhaupt, ne? Ich soll normal angreifen, alles klar, kann ich machen. Der aktuellen Waffen übernehmen, ja. Ah, kann man einfach so machen, alles klar. Boah, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe schon wieder hier Stunden aufgenommen, mein Hals bringt mich schon wieder um. Ah, furchtbar. Gut. Wer hat noch? 7. Ne, Quatsch. Hier, so. Kann ich irgendwas? Ich tue jetzt erstmal die hochleveln. Materia Slot, komm. Komm, Materia Slot. Nein. TP Maximum. Ich kann mir das nicht leisten. Spare ich noch mal ein bisschen, weil jetzt nur so kurz da halt Panzerschwert. Lass mich da mal gucken. Und jetzt jede Waffe noch mal auschecken. Ein Materia Slot könnte sich ja darunter befinden. Ja, dann kann ich wieder das dicke Schwert hier nehmen, weil das hat, glaube ich, ein bisschen mehr Angriffskraft. Wo ist es? Nicht genug WP. Na gut, ja, okay, lassen wir erstmal so. Bei dir gucke ich jetzt nicht nochmal nach. Ich habe sowieso nicht neue Materie, also wenn ich jetzt noch welche hätte, die jetzt nicht heilen sollte ich mich, aber ich habe keine MP. Ne? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, neue Materie und so bekomme, dann werde ich auf jeden Fall irgendwie. Müsstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eines sah aus wie ein Skorpion. Genau. Was denn gerade?
Womit könnte man das vergleichen? Ja, gute Frage. Ist doch völlig egal. Ich hasse Tiere und Roboter. Ist mir egal, weil ich abschlacht. Nee, halt, warte mal. Oder nee, sie hat übertragen, nee, deswegen habe ich die Waffe gewechselt, ne? Die Materie meine ich. Sie hat mehr Angriffskraft als ich gerade. Egal, an dem Ding, nee, auch der Panzerschwert hat. Ja, okay, sie ist jetzt unglaublich stark. Aber ich meine, Tifa war auch so allgemein irgendwie so ein bisschen bezeichnet als eine Glaskanone, also viel Schaden und wenig HP, Verteidigung und so. Wie gesagt, das ist immer so, weiß ich nicht. Gehen immer so Andeutungen, was für Rollen die Charaktere haben, aber so unglaublich, boah, Antivirus. So unglaublich eindeutig waren jetzt auch nicht. Ab hier wird's leider etwas lästig. Ist es längst. Ich hasse euch beiden. Ja, alles ist so amüsant mit Cloud. Ach, nächstes Kapitel schon. Ja. Limit Granate haben wir schon mal gesehen. Granate, das ist nicht den seine erste Limit-Attacke. Kreuzschlag, aber auch nicht Clouds erste Limit-Attacke. Den seine erste Limit-Attacke war Mutangriff. Dann war Kreuzhieb, glaube ich. Haben sie ein bisschen geändert, ne? Egal. Hier müssen wir durch zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha, für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Da lang. E über F. G. Und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Ich dachte, es geht nur bis E. Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Ja, hab kein Wort verstanden. Die Bigs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Ich habe es gerade nachgedacht. In Slums geht der Tag langsam zu Ende, aber... Ja, oh Gott sei Dank. Er war so der entspannteste Seufzen überhaupt. Okay. Immer noch nichts Neues. Wir können uns jetzt die Dinger ja kaufen. Wer hat den Sternreif ausgerüstet? Jawohl, der gibt uns 3 mehr Verteidigung, magische Verteidigung hier, super. Ich sagen, geben wir jeden ja so ein Teil noch, ne, mehr Abwehrkraft. Boom. Oder mal noch irgendwas Neues hier? Nein, alles klar, gut. Warte. Also okay. Nee. Gut, dann geben wir dir einen Lederschutzreif. Wir verlieren 10 magische Verteidigung, egal. Sie macht nur Gewinne. Und wir haben jetzt ein mehr Dingens hier ausgerüstet. Jetzt kann man wieder überleben. Also dafür, dass das so lange dauert, gibt uns halt ganz schön viele Werte irgendwie. Alles irgendwie plus 2. Schockschuss. Wird war das noch mal hier mit den mit dem Lernen? Gegner schocken.
Oh Gott. Dann. Ach, ich glaube, ich weiß, was das. Aber war das auch schon da, den Punkt? Ja, ich wollte schon sagen, irgendwie kann man so darunter. Guck mal, wie das hier aussieht, ey. Ohne Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das scheint sich so. Ja, die Shinra Sicherheitsprotokolle, ne? Ihr nehmt es nicht so ernst, habe ich so ein Gefühl. Okay. Schon wieder so ein riesiger Irrgarten, eigentlich nicht. Ja, ich weiß, Mann. Ich guck doch nur, Mann. Das Tor geht sicher nicht, weil die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Da muss ich ja schon hin eigentlich. Ich weiß genau, dass ich den Knopf drücken muss. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten des Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Ja. Wir machen sowieso alles kaputt, also. Hier für die Sonnen des Slums verwendet. Entweder das oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist. Ja. Und dann ist das Leben auch noch kacke, ne? Dann lebst du in so einem Slum, ne? Also. Wow. So viel Energieverbrauch für fast gar nichts eigentlich. Eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Ich übernehme das, du Angsthase. Wollte er jetzt sagen. Na gut, mache ich doch gern. So, wo gehst denn du hin? Lass mich hier erkunden. Jedes Mal, wenn ich irgendwie in die falsche Richtung gucke, direkt so, was machst du da? Joink, Heiltrank. So, zum Glück ist ja immer nur so ein Hebel, ne? Ist gar nicht, warum Leute irgendwie so Ausbildungen machen. Wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Mhm. Danke, Cloud. Ja. Oh, meine Haare sind rot. Oh, jetzt nicht mehr. So, So, damit werden wir in Abschnitt G. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Gott, verdammt! Hat sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Hey, Barrett. Nach G kommt H. Was? Oh, mein Gott. Eis war effektiv, ne? Jetzt liegt es an dir. Na, komm mal, ja. Ich habe jetzt mehr Angriff als sie alle zusammen. In die Fresse.
Material aufgestiegen. Autobieter hat die nächste Stufe erreicht. Ach, das hat mich die ganze Zeit geheilt. Stimmt. In dem Bosskampf, Lenz. Sie haben mich schon gefragt. Und jemand hat mich die ganze Zeit geheilt, aber ich weiß nicht, was. Stimmt ja. Ah. War ja nicht irgendwas? Nee. Hier kommen wir nicht drüber. Doch, wenn wir springen. Die andere Richtung zu nehmen. Außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. So ein Gegner, oder? Nein? Okay. Da war dieser Geschütze gewesen. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, oh, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Mako, das Shinra abbaut. Alles wird zum Mako und Shinra zurück. Einfach alles. Alles ist durch Mako irgendwie mutiert oder angezogen oder irgendwie was. Giftmüll, was? Stimmt, man kann ja auch noch Gegenstände werfen. Wie viel hatte ich? 15 Granaten. Sollte vielleicht auch mal einsetzen, ne? Aber dann, ne. Boxen. Stirb, Boxen, stirb. Ihr gehört nicht in diese Welt. Na gut, da ist Hahn und 7. Leute, ich gehe sowieso nur immer laut Karte. Oder wir haben blaue Materie. Oh, es hat eine alle Materie. Wart. Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materia geschielt, was? Ja. So nah und doch so fern. Gott, verdammt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Ich will aber da weiter. Finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Ja. Jetzt sprechen wir die gleiche Sprache, Barrett. So, kam ich von oben? Ja, nee, ich kam nicht von oben. Na, bricht das Teil auch noch zusammen, also. Gucken wir mal. Lass uns mal den Weg überprüfen. Sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen jeder Tag in meinem Leben. Der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Bald voll so. Was hast du gesagt? Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Wo sind wir eigentlich? Ja, ich jeden Tag. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug. Meine Zitronen sind voll unspektakulär. Ich hasse Rollenspiele, wo in den Truhen nie irgendwas ist und einfach nur so Gebrauchsgegenstände. Tue ich sie alle so voll fleißig irgendwie sammeln und dann. Ich
Ja, natürlich, das tut natürlich nicht hier umfallen, ne? Da, wo die 1000 Gegner sind, ne? Bist denn du überhaupt? Boah, nimm mal. Das ist auch die falsche Person. Und in die Fresse. Nein, nicht du. Schon wieder ATB voll. Hat da gerade jemand Barriere oder so auf das Ding gewirkt? Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinauf findet. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Da muss ich mal lesen. Danilos Leben ist ein Labyrinth. Der Ausgang, keine Ahnung. So, ist ja nichts anderes noch. Na gut, dann da oben lang eben. Leute, Barrett dann einfach tiefer überholt. Tiefer war es los. Erstmal voll so. Wenn man so Windows-Geräusche. So, okay. So, geh. Du bist neu. Ja, was? Oh, Seifenblasen. Nein, meine einzige Schwäche. Ja, pennen. Tot sehe ich gerade. So, alle analysiert. Und gegen dich ist Blitz an. Na. Los, lass mich Blitz einsetzen, komm. Komm schon, hab mir lustig. Warum, ich bin doch, glaube ich, vergiftet oder so, ne? Was ist das? Ich hab daneben gehauen, geil. Oh, ich wollte mein Schwert nicht in deinen Hintern stecken, Barrett. Boah, ich darf nicht vergessen, mich immer zu heilen irgendwie oder Augen aufzuhalten nach Heilung. Ja, cool ist diese Autoheilung, obwohl irgendwie scheint sie doch irgendwie TP dafür. Ja, das hätte ich benutzen können, oder? Nee. Ja, keine Ahnung. Da ist eine Truhe. Und jetzt nicht da, wo die Materie gleich ist. Nee, der war hier. Okay, ich komme näher. So, da müssen wir hin, ne? Oh, seht mal, vielleicht kommt das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Nee, oder? Oh nee. Ich habe keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne, nicht runtergucken. Da, jetzt habe ich runtergeguckt. Warte, müssen wir warten, bis die ausgehen oder so. Junge, Junge, bei dem Dröhnen wird man ja taub. Angst gekriegt? Ich doch nicht. Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf. Ja. Mir nach, Leute.
Wow, ganz schön zugig. Das ist eine sehr dämliche Idee. Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Das ist eine sehr dämliche Idee. Ja, das ist noch dämlicher, Barrett. Voll gechillt. Auf so einem Laufsteg. Jetzt gehe ich einfach zurück. Oh. Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Wo? Oh, ich kann nicht. Ich kann die Kamera nicht drehen. Was denn? Puh, irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite. Aber nicht so nervös, Tifa, da war da jetzt irgendwas. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl höchstens ein paar Sekunden. Ist ja gut, Barrett. Aha. Nee, warte. Nein. Bin ich ja noch weiter. War da was? Nein. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Biggs gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Ja, aber nicht, wenn die Lichter aus sind. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Der da. Die Sonnen, die die Schatten. Mein Gott, unglaublich schlechte. Sind das Licht Shinra, unglaublich schlechtes Strommanagement von Shinra. Des Wohlstands weisen. Bitte was? Den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt. Mein Gott, hört auf zu reden, ich versuche zu schlafen. Ich nehme an, da ist nichts Neues, aber ich gucke trotzdem mal. Hey, das ist neu. Maximal MP, mehr Materie kombiniert. Maximal MP plus 100% und TP-Bus kann ich, glaube ich, jetzt auch kaufen. Neue Materie. Wiederbelebung. Sollen wir ihn TP geben? MP. Ganze 2 MP, na. Geil, was? Aber allgemein irgendwie mehr MP habe ich so ein Gefühl. Ich würde sagen, das ist ein guter Halt hier, ne? Um den Part zu beenden. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.